willkommen zu diesem Video, Leute. Heute zweiter Tag Lambodors. Ist das auch schon ein paar Stündchen dran jetzt, ne? Ich habe die Tür jetzt auch gerade eingestellt, so gut es ging. Aber das hatte ich auch das Problem. Das ist etwas, was man nicht an dieser Stelle einstellt, sondern über die kannst so, du das einstellen. Da sind längs Nüsse drin. Das heißt aber, dass die schon mal richtig sitzt, weil es ist ja nur noch ein Problem von zu viel Druck, ne, und nicht von Höhe. Hm. Deshalb können wir die jetzt festbohren. Deshalb der Bohrer in meiner Hand. Ja, du willst es jetzt richtig vernieten, ne? Ja, ich muss ja durch den TÜV damit. Hm. Und wenn der sieht, dass das hier... Ja, aber das wollte ich nur noch mal sagen, das habe ich halt nie gemacht, ne? Ja, ich weiß. Ich kann deswegen auch verstehen, warum du das nie gemacht hast. Ja, weil man da wirklich in die Karosse reinbohren muss und eine Niete dann rein... Genau. Platzen, hier. Ballern. Das ist eine Blindniete mit einem Gewinde, die, ja, wir müssen im Endeffekt in die Karosse jetzt reinbohren und dann die Blindniete einsetzen. Wenn ihr jetzt so ein Brokeboy seid wie ich und habt nicht diese Einziehzange, dafür gibt es eine ganz simple Lösung, laut dem YouTube-Video, was ich gerade geguckt habe. Erst die Hülse rein und jetzt macht ihr einfach noch eine Mutter davor. Und jetzt schraubst du den hier rein, so, und ziehst jetzt diese Mutter hier einfach fest. So, ja, und dann geht man in den Gewindegang der Schraube runter und erzeugt so Druck. Genau. Wow. So, das ist jetzt der Stand, wie es aussehen sollte. Hier Distanzhülse drin, Schraube drin, fest verbunden, alle fest die Schrauben. Das ist auch richtig eingestellt, der Kabelbaum professionell hier rumgeführt. Der ist jetzt im Endeffekt doch ein bisschen zu lang, aber egal. Die Tür schließt gut, steht hier nicht merklich ab oder so, hat nicht zu viel Druck drauf, springt so leicht auf, aber nicht so stark wie vorher. Und jetzt sieht man auch das, was ich meinte. Wenn man das jetzt, wenn man jetzt nicht der Oberproll ist, kann man die Tür auch so weit aufmachen und bequem einsteigen. So, Max Video läuft hier nebenbei. Guckt sehr gerne rein, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Ich habe hier selbes Spiel, Alter, ihr kennt es, ne? Scharnier angebaut, danke Eiko für die Hilfe. Tür gefittet, guckt euch das an. Das, genauso wenig Druck drauf wie auf der anderen Seite. Scharnier fährt hoch, zack. Tür steht. Sieht gut aus, wilder Flex auf jeden Fall. Dann machst du die Tür wieder runter und schließt das Ganze. Perfekt. Jetzt noch einmal hier wieder das Loch bohren, Einziehmutter rein und dann Kabelbaum anschließen und dann war's das endlich, Alter. Während Eiko da hinten Spiele mit seinem SEC macht, nimmt das Ganze hier schon wieder Form an. Der Kotflügel ist schon dran, eingestellt, passend. Und auf der anderen Seite bin ich dran, Leute. Gleich ist das Ding zusammen. So, Freunde, endlich geschafft. Die Lambodors sind jetzt wirklich, ich bin so froh, Alter. Das war wirklich der größte Aufriss neben irgendwelchen Rostentfernungen am T3, den ich jemals gemacht habe, um irgendein Tuning-Teil anzubauen. Aber ich persönlich finde, es hat sich gelohnt. Äußerst stabile Optik. Ich habe vorne jetzt auch die Kotflügel mit der Motorhaube abgepasst. Die steht da immer noch ein bisschen ab, aber das ist mir jetzt egal. Die Antriebswelle ist jetzt drin, der Querlenker unten. Habe ich alles mit dem Drehmomentschlüssel gemacht und sowas. Die einzige Lösung, die ich noch suchen muss, ist jetzt der Seitenblinker. Der funktioniert auf dieser Seite nicht. Ich habe den schon einmal gedreht, aber ich glaube, ich hole mir einfach flache LED-Blinker oder baue mir einen Spacer, weil der fliegt immer wieder aus der Halterung. Was jetzt heute noch passieren wird, ist die Frontstoßstange. Die werden wir gleich auspacken. Die liegt da schon. Da bin ich mal sehr gespannt. Heckstoßstange machen wir noch nicht, weil der Auspuff ist noch nicht da, den ich bestellt habe. Spoiler, ich habe einen Auspuff bestellt. Sobald der da ist, machen wir dann die Heckpartie. Und jetzt erstmal wechseln wir unsere Sitze.
und bereiten die einmal schick auf. Hintergrund, warum ich die jetzt geholt habe, mir hat ein Zuschauer geschrieben, dass die niedriger sind, weil, wenn ich drin sitze in der Karre, stoße ich mit dem Kopf an, oben. Da habe ich jetzt die Hoffnung, dass das gefixt wird mit den richtigen Sitzen. Das sieht schon echt eklig aus. Ich hoffe, das kriegen wir jetzt einigermaßen da raus. Ich weiß nicht, was mit diesen Sitzen passiert ist, aber ehrlich gesagt will ich es auch gar nicht wissen. Alter, das ist so ein heftiger Unterschied. Ich habe nur diese Bahn hier gemacht. Und es sieht so krass aus. Man kann genau sehen, wo ich da lang geschrubbt habe mit dem Ding. Also das bringt so viel, Alter. Alter, ich frage mich echt, ob jemand auf diesem Sitz gestorben ist. Ich bekomme es gerade nicht besser als das hin. Es ist jetzt natürlich noch nass. Es geht fit, aber guckt euch mal an, was ich da rausgeholt habe, Alter. Das ist ein Sitz und eigentlich auch nur die Sitzfläche. Ist das wirklich, Alter? Oh Mann. So, geschafft. Der ist richtig gut geworden. Das freut auf jeden Fall meine Beifahrer. Der ist mit Abstand am saubersten. Der ist okay sauber, aber ich glaube, um Bezüge kommen wir da nicht drum rum. Falls ihr da Empfehlungen habt, haut sie sehr gerne jetzt in die Kommentare, Freunde. Ich kenne mich mit Sitzbezügen überhaupt nicht aus. Damit wäre ich offiziell erstmal fertig mit dem Innenraum. Ich bin zufrieden. Die Sitze sehen echt gut aus, haben mehr Seitenhalt als die anderen. Sternhimmel finde ich immer noch geil. Soll ich noch irgendwie Ambiente Light oder sowas nachrüsten? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich brauche es jetzt nicht unbedingt, aber wenn ihr da Interesse dran habt, drehe ich euch dazu ein Video, wenn ihr Bock habt. Jetzt kommt der Part, wo ich mich schon den ganzen Tag drauf gefreut habe. Neue Stoßstange wird ausgepackt. Zeig. Und hier haben wir das Objekt der Begierde. Es ist kein Original Honda-Teil, glaube ich. Das hat sich definitiv gelohnt, Alter. Oh mein Gott. Das ist wirklich richtig glatt, Mann. Hier sind auch schon die Ösen, wo dann die VTI-Lippe reinkommt später. Ich mache euch mal ein Bild rein, wie es mit VTI-Lippe aussieht. Endlich kein gebrochenes GFK mehr. Ich bin guter Dinger, dass sie jetzt hier richtig geil ranpasst. Es sieht voll aus wie so ein Rentnerauto. Als wäre es jetzt, als wurde es falsch konfiguriert. Okay, ja, ohne Lippe ist es nichts Besonderes, gebe ich zu. Es sieht irgendwie ein bisschen bescheuert aus. Bisschen kastriert, fast. Krass. Ganz anderes Auto auf einmal. Hä, wirkt viel kürzer jetzt. Oh mein Gott, habe ich einen Fehler gemacht? Irgendwie sieht es echt komisch aus. Ich kann es gerade nicht beschreiben. Wirkt es jetzt nur so, weil das halt farblich gar nicht zueinander passt, oder sieht er irgendwie jetzt ganz anders aus? Soll ich doch lieber das Bodykit dran bauen? Ich meine, man müsste es halt ein bisschen reparieren. Oder soll ich erstmal auf die VTI-Lippe warten? Jetzt bin ich ja echt verwirrt. Kurze Zwischenszene. Hallo, ich bin hier, um den CL abzuholen. Ne, das ist der Honda-Schlüssel. Und? Ah ne, der CL-Schlüssel liegt sogar da. Ja, und was treibst du hier Schönes? Ja, ich habe den Civic verunstaltet. Wie verunstaltet? Das wäre meine Aufgabe gewesen. Ich habe eine OEM-Lippe vorne dran gebaut und etwas schockiert. Ist sie wenigstens lackiert? Nein. Es ist ein kompletter Rentnerwagen geworden. Und das findest du so cool jetzt, oder was? Ehrlich gesagt nicht. Ich bin selbst komplett schockiert gewesen. Ja, es sieht endscheiße aus. Und ihr müsst euch mal vorstellen, der Wagen ist ja arschtief. Ja.
Also tiefer geht das ja nicht. Naja, da kommt, würde noch eine VTI-Lippe rankommen. Ja, wow. Und die ist dann so, oder was? Noch größer. Noch größer? So werde ich schon. Ja, mit einer ordentlichen Lippe sieht das bestimmt aus. Also, das sieht komplett kastriert aus einfach. Ich check's nicht. Also ich weiß nicht, ob das jetzt so wirkt, weil es halt ABS ist, einfach nee, Kunststoff. Nein, es oder so, weil es so krassen Unterschied zum Boden hat einfach. Das ist einfach komplett los, oder? Also wäre das ganze Ding einfach weiter nach unten gezogen, so wie die so eine Maul-Bodykits. Ja. Weißt du, diese Bodykits, die einfach so ein Maul haben, wäre ja alles in Ordnung. Ich weiß auch nicht, was ich jetzt machen soll. Also die hat jetzt nicht die Welt gekostet, ne? Die hat 80 Euro gekostet. Hm. Angeblich OEM. Passt auch echt gut. Ich habe die jetzt nicht festgemacht, aber ich war schon sehr schockiert, als ich es gerade gesehen habe. OEM. Mit dem Spaltmaß. Ja, das ist ja nicht drin hier. So. Das ist nicht fest. Das wäre schon weg. Aber von der Optik an sich her finde ich es halt schwierig. Ja, das sieht jetzt einfach aus wie ein Fiesta. Ja. Also das muss man mal ganz offen so sagen. Das sieht aus wie ein fucking Ford Fiesta für 1000 Euro. Ja. Okay, es ist ein Civic für 1000 Euro. Aber das sieht auch irgendwie ganz komisch aus. Ja. Ohne der Grill fehlt ja. Ich weiß nicht, ob das vielen Leuten nicht bewusst ist. Hier normalerweise ist hier ein Grill, glaube ich, an der Motorhaube dran. Oder? Nee. Das ist schon genauso wie es aus so der sehen Fabrik. Die Civics aus? Ja, so sieht ein Civic aus eigentlich. Ja, würde ich mir nie kaufen. Ja. Vor allem jetzt auch mit den Flügeltüren, das passt irgendwie nicht zusammen. So richtig. Ja, ich werde mich, glaube ich, mal schlau machen, wie man GFK repariert. Weil die andere Lippe, die ist schon mächtiger auf jeden Fall. Ja, die sieht ja auch noch was aus. Also die sieht ja nicht mal scheiße aus. Also so von der Form her, weißt du? Ja. So, das sieht ja... Das ist ja wirklich einfach nur Schrottplatz. Ja. Das ist richtig T5. Richtiger T5 ist das. Transporter. Einfach nur. Und das liegt nicht an der Grundierung oder was da drauf. Nee. Sondern das liegt wirklich einfach an der Form. Das ist einfach keine schöne Form. Ja. Ja. Schreibt eure Meinung dazu in die Kommentare. Erstmal zu Penny jetzt. Ja, viel Spaß. Tschüss. Also da bin ich jetzt mal auf eure Kommentare gespannt. Real Talk. Ich weiß gerade gar nicht, was ich davon halten soll. Mit den Flügeltüren, Alter. Ich würde sagen, nächste Woche geht's weiter mit Auspuff finden. Wird geil. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Auspuff finden und dann werden wir jetzt mal gucken, was wir machen. Also, ihr seht ja, das Ding ist, sollte das jetzt dranbleiben, ich muss mir da echt nochmal Gedanken drüber machen, aber sollte das dranbleiben, ist natürlich die Frage, lassen wir das professionell lackieren in Wagenfarbe? Sollen wir es selbst lackieren in Wagenfarbe? Oder sollen wir es komplett folieren, das Auto? Der Lack ist nicht mehr in so einem geilen Zustand, sage ich mal so. Das mag im Internet immer besser aussehen, als es eigentlich ist. Und da wäre es eine Idee, dass man vielleicht hergeht und das ganze Auto foliert. Ich werde hier unten jetzt 3 Kommentare hinschreiben und da könnt ihr dann mit Daumen nach oben und sowas entscheiden, was wir machen sollen. Sollen wir das Ding folieren? Sollen wir das einfach lackieren in Wagenfarbe? Aber ich bin auf eure Meinung gespannt. Freunde, schreibt es mir unbedingt in die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.